Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück mit einem Forschungsergebnis. So, wir können schon wieder neue Sachen bauen, aber egal, wir wollen jetzt nicht erstmal hier, zack, einmal Treppen nach oben bauen. Dann geht's da nicht nach oben. So, Kerli, du kommst eben einmal kurz hierher. Du müsstest nicht noch einmal. Und Madame, du kommst eben einmal hierher und holst die Kiste. So, komm mal her. Und zwar würde ich ganz gern mit dir noch einmal hier reingehen. Mal gucken, was hat sie da geholt? Metallsachen, wie es aussieht, ne? Da ist nichts. Wo waren die Kerlis denn noch? Knochen, zack. Weil die Sachen brauche ich nämlich ja vielleicht, gerade was die Knochen und sowas angeht, die braucht man scheinbar, um damit Sachen herstellen zu können, ne? Und bevor ich nämlich nachher komplett auf die Sachen so gesehen, wie die nicht haben. Aha, so, sehr gut. Dann können wir hier jetzt Gebäude, Raft. Achso, zack, jetzt muss ich eine Ebene hoch, ne? Plopp. Quite a bit with support. Ah, verdammt, kann ich nur zwei? Brauche ich dann schon wieder so ein Teil? Na egal, wir bauen die beiden jetzt mal fertig. Mal gucken, ob das geht. So, Research Table. Was können wir hier noch so? Okay, da ist er noch hier im Gange. Da können wir auf jeden Fall eine Torch schon mal machen. Das ist auch schon mal geil. So können wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Holzkohle anschließen noch hier. Was kommt da für einer? Tietchen. Tietchen Clifton. Tietchen und das Mann? Also wollte ich als Mann aber nicht heißen. Naja, egal. Rettungsschwimmerin, komm mal her. Zack. Geh da mal schnell und hol die Kiste. Sag mal. Mädels und Jungs, ihr müsst auch mal hören, wenn man euch was sagt. Sonst wird das hier nix. So, er baut hier unser zweites Stock schon mal drauf. Das ist gut. So, mal gucken, kann ich den jetzt... Ne, kann ich nicht. Verdammt, ich kann also nur zwei oder dritte müsste ich tatsächlich dann hier unten so ein Teil bauen. Mal gucken, wenn ich da so einen hinsetze, reicht das?
So, was können wir da jetzt machen? Seil und Stoff. Moos. Wieso Moos denn? Moos? Wo sehe ich das denn? Hier müsste das irgendwo mit sein, oder? Nö. Nö, nö, nö. Wo sehe ich den Kram denn? Hier unten? Lein haben wir da auf jeden Fall. Und das Cotton, keine Ahnung. Komm, wir stellen jetzt mal ein paar Seile her. Boah, was liegt denn hier all oben? Unsere Essensdosen. Oh, die ist wirklich so gut wie komplett voll. Vielleicht sollten wir tatsächlich 360. Hey, geh mal weg da. Ja, aber eigentlich ist noch genug Platz. Anschließend vielleicht tatsächlich mal so gucken. Welchen Stock verbinde ich denn jetzt? Jetzt wäre ich ganz unten, ne? Zack. Ja, Tatsache, dann kann ich das hier. Zack, da eine Tür rein. Halt, eins runter. Da so eine Tür hin, wa? Mhm. So sieht's aus. Da kommt da nicht auch nochmal so ein Dings hin, hier unten. Ich jetzt im untersten Stockwerk. Zack. Ah, sehr schön. So, bau das da oben mal fertig. Jetzt läuft er wieder weg. Na egal. Kommt da die Tür rein. Da noch, zack, dann kommt da ein Bett hin, da hinten kommt ein Bett hin. Habe ich das eben vergessen, wo ist da noch wieder was nachgekommen? So, auf jeden Fall müssten wir gleich noch... Halt, umgekehrt. Zack, so, paddeln. Nee, rückwärts paddeln in die Richtung. Und hier dann den Anker heben, ne? Ey Junge, du solltest vielleicht vor den Anker heben, sonst bringt dir das nichts. Kann mal jemand den da drauf hinweisen, dass... Okay. Oh, da treibt schon wieder irgendwie was. Das könnte wohl eine Dame sein. Wo ist noch eine Rettungsschwimmerin da? Komm her, schnell. Rette das Mädel da. Los, zack. Kopfsprung. Und rein da. Rette sie. Hat einen Überlebenden gerettet. Cold. Lina. Okay, das sieht alles gut aus. Sie sind ihre Skill. Ja gut.
Survival, Crafting, Nautics und bei Care hat sie auch schon mal eine. So, unsere Schwimmerin. Komm mal hier. Hol mal nochmal schnell das Fass da. So, jetzt müssten wir hier... Quatsch, Gebäude, Raft. Zack, einmal einen Stock höher. Plupp. So, mach da erstmal dicht. Good, bad. Na gut, dafür bräuchte ich mal auch Federn und so, ne? Ich würde sagen, bevor wir so weit sind, tun wir hier mal, Torch on Wall. Zack, mal schön dahin. So, damit ihr ja auch mal ein bisschen Licht habt hier, ne? So, und komm mal hier. Dann kommt... Hier ein Betteln. Ach Quatsch. Och Mann, wo war ich denn jetzt gerade? Dekoration. Oh, Bowbench. Die brauchen wir auch noch, ne? Da mal hin. Ja, komm, die packen wir erstmal da hin. Mal kurz her, hier rum mal die Kiste da. So, Herstellung, Dekoration. Da, wo ist denn das jetzt gewesen? Da. Bett. Zack, so. Plupp, da in die Ecke noch in mein Bettchen rein. Ha, guck mal da. Schön, so eine Fackel. Innen drin, da ist doch gut hier, oder? Sehr schön. So, die bauen da das erste Bett fertig. Sag mal, komme ich überhaupt was runter? Komme ich hier überhaupt nicht voran. So, paddelt mal beide hier. Ah, war nicht lange. Ah, so, siehst du, jetzt können sie schon mal da wenigstens schon mal zwei Stück schlafen, ne? Bauen wir hier gleich noch die Wände fertig. Zack, und dann können nämlich, können wir da nicht gleich noch ein Bettchen hinbauen. Zack, so. Macht zu die Wände. Und dann kommen da nicht noch mehr Betten hin. Ich sag mal so, vier Betten wahrscheinlich wird für den Anfang jetzt mal ausreichen, ne? So, fahrt mal ein Stück zurück hier. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt kommen wir da auf jeden Fall ein Stück näher hin. Boah, da ist auch eine große Hütte drauf, ne? Gucken, da können gleich unsere zwei Kämpferchens nochmal hingehen. Boom, so. Erstmal bauen wir hier einen Bogen. Zack. Attack Noise, Attack Speed.
machen wir mal ein paar Pfeile so. So, hört man auf hier zu paddeln, aufhören zu paddeln, den Anker senken, das muss reichen. So, da können wir Klamotten herstellen. Aber so richtig bessere Sachen oder so können wir auch noch nicht, ne? Hier können wir ein bisschen Stoff machen. Zack, so. Dann kommt mal hier, Gebäude. Warf, plupp, 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 plupp. Machen wir den eben dicht. So, komm mal hier, wo ist hier unsere Rettungsschwimmerin? Da, da, zack, hol das mal schnell. Okay, plupp. Dann holst du das. Zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt könntest du eigentlich gleich nochmal da hingehen und auch die Kiste noch holen. Los. Hier hin, hol die. Tatsache, guck mal, das spawnt nach. Okay. So, und dann holst du jetzt noch eben hier als letztes die Kiste. Gut, das muss reichen. Das ist schon wieder ordentlich was geleistet. Obwohl, hier, du könntest da noch ganz schnell hin und die Kiste doch noch holen. So Jungs, baut das dann fertig. Wir brauchen für sie, brauchen wir gleich auch noch eben hier eine Rüstung, ne? Da. Zack. Einer reicht. Toolbench, was können wir hier? Bone Axe. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Zack, bauen wir die einmal. So, und dann könnten wir jetzt noch eben hier Zack. Ach so. Deswegen wollte ich was sagen, weil ich hier falsche Höhe bin. So, komm, da noch ein großes Kiste hin. Damit wir dies mal ein bisschen... Japanese Bob? Was sagt denn, wo kommt der denn? Wo kommt die Katze her? Jungs, wer hat die Katze mitgebracht? Der ist falsch rum. Komm mal her, sieht man überhaupt nicht, ne, wie rum der jetzt ist. Natürlich genau falsch rum, ne? Na, mal gucken, ob das trotzdem geht, ob die ja trotzdem Sachen reinladen können. Hier, da muss eben schnell. Zack, komm mal her. Zack, hol die mal schnell. Was mit der Kiste? Können Sie die benutzen oder können Sie die nicht benutzen? Gleich mal schauen. Hol da nochmal schnell die Kiste.
hier, waffentechnisch wird es langsam ein bisschen besser. Scheinbar können sie die aber nicht benutzen hier, oder? Irgendwie habe ich so den Verdacht, dass sie die nicht benutzen können. So, dann stellen wir so hin, dann können sie die definitiv benutzen. So, Möbel. Was können wir denn jetzt? Ah, okay. Mit Rechtsklick kann ich dann mir anzeigen lassen. Gutes Bett. Tisch und Stuhl kann ich auch noch. Muss zwischen zwei Bäumen platzieren. Ach so, okay. Kann man theoretisch so, wenn da zwei Bäume hätte. Okay, das ist ja auch cool. Kann da so eine Hängematte machen. So, räumt mal ein bisschen auf hier, wa? Big Storage Boxen. Aber was ich ein bisschen blöd finde, dass man es nicht sieht, wie rum die richtig steht, ne? So, was war jetzt hier mit ihr? Sie hat Skills, hat überhaupt nichts im Fighting. Er hat 3 im Fighting, nichts, 1 und er hat 4. So, ausrüstungstechnisch, komm mal her, dann kriegst du einen Bogen. So, er hat den Knüppel und er hat den Knüppel. So, dann kriegst du die nochmal. Zack. Ja, das ist eigentlich hier. Eigentlich müsste er eben. Was um Himmels Willen ist dieser Kram hier alles? Also reparieren brauchen sie da nichts. Dann sind es irgendwelche Sachen, die da drauf rumliegen oder so. So, hol das mal da bitte. Oh, Essen ist voll, wa? Oh, da können sie jetzt ja auch noch Essen reinpacken, ne? Ja. Naja, egal. So, erstmal müsst ihr hier jetzt eben. So, guck mal her. Aufhören mit Auto-Chop. Aufhören mit Auto-Chop. Da genau so. Oh, was ist das denn da? Oh,
Los, angreifen! Los, Jungs, kämpft, haut drauf! Haut drauf! Vielleicht sollten wir ein paar mehr Pfeile machen, wa? Los, kill ihn! Mach ihn fertig! Oh, da ist noch einer! Was geht aber mal los, du? Los, Angriff! Angreifen! Was ist denn hier auch immer los, ey? Ist ja schlimm hier. Wie hält der blöde Teil noch aus? Der müsste doch so langsam mal hopp sein, oder? Los, ich such den mal, den Korpus da. Gebäude, Möbel, auf jeden Fall müssen wir irgendwie noch ein paar Betten haben. Denn da ist ja schon wieder allein. Jetzt haben wir ihn. Ah, so, kommt, nehmen die auseinander hier, den Hai. Sehr schön, dann gibt es bestimmt mal leckeres Haifleisch. So, komm her, da kommt dann noch ein Bettchen hin. Zack. Ey, was ist jetzt hier mit dem Hai jetzt? Durchsuch den neuen Hai doch mal. Okay, wenn ich die Finger irgendwie so drauf war's. Ah, gut, er macht mein Kebab fertig. So, zack. So, räumt das mal alles weg, Jungs. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, nachdem wir jetzt den Kampf mit dem Hai hatten und ihn überstanden haben, werden wir uns als nächstes hier die kleine feine Insel hier anschauen mit diesem großen Gebäudekomplex. Allerdings alles das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.